Wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Leben viel, viel mehr möglich sein muss als das, was du gerade lebst und schon längere Zeit vielleicht sogar auf diesem Weg bist, endlich mal die Dinge in deinem Leben zu manifestieren oder zu haben, von denen du insgeheim schon so lange träumst, dir also wirklich ein größeres Leben zu gestalten, wie immer das für dich auch ausschaut, dann ist etwas ganz, ganz wichtig, was du verstehen darfst, was ich lange Zeit in meinem früheren Leben so nie gesehen habe. Du darfst jetzt dir ein klares Bild davon machen, wie genau denn dein freies Leben ausschaut, nach deinem Herzen, nach deiner Seele. Und du darfst jetzt schon schauen, wie viel du davon in den Tag jetzt schon integrieren kannst, um dich in diese entsprechende Schwingung, sag ich jetzt mal, hineinzubegeben, um das auszusenden, weil das universelle Feld sagt immer Ja zu dir. Was meine ich damit? Du träumst von einem großen Leben mit Kontostand XY und dein eigenes Ding zu machen, wirklich frei zu sein. Im Alltagsbewusstsein bist du aber dazu geneigt, klein zu denken, dich zu begrenzen, dir die Tasse Kaffee in dem Fünf-Sterne-Ressort nicht zu erlauben, weil so um die Ecke ja 3 € günstiger ist oder solche Dinge. Verstehst du? Das meine ich damit. Du darfst jetzt beginnen, dich in großen Teilen schon so zu verhalten, wie deine neue Identität sich verhält in diesem großen neuen Leben. Und das beginnt noch nicht mal mit der Geldenergie, wobei es ja auch nicht darum geht, eine Tasse Kaffee sich in einem schicken Fünf-Sterne-Ressort mal für 6 € oder 7 € zu gönnen. Davon geht die Welt ja nicht unter. Ja, um die Ecke gibt es vielleicht eine Tasse Kaffee für 2,50 €. Man kann dann denken, Kaffee ist Kaffee, aber die Energie ist da ja eine andere. Du tauchst ja in die Energie ein. Auch letzten Endes, diese großen Dinge, das Haus, von dem du vielleicht träumst, das Auto, von dem du träumst oder was auch immer es ist oder die Reisen, von denen du träumst. Du bist ja auch mal irgendwo vor Ort. Du bist ja nicht nur auf Reisen. Also wenn du irgendwo angekommen bist, dann bist du ja auch mal. Und wenn es nur für ein paar Tage oder für ein paar Wochen ist, bevor die Reise weitergeht. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich da schon so verhältst, wie es deiner neuen Identität mit dem Kontostand, den du gerne hättest, mit all dem, was für dich dazugehört, dich auch jetzt schon so verhältst. Weil, um ein anderes Beispiel, ein Auto, das kaufst du dir einmal. Du kaufst dir nicht jeden Tag ein Auto. Aber die alltäglichen Dinge, die umgeben dich ja ständig. Damit du einfach auch so in das Gefühl reinkommst, wie ist es denn, wenn dein neues Leben, also wenn es in deinem neuen Leben ganz normal ist, dass du dich in diesen Hotels oder in dieser Wohnung oder in dieser Umgebung aufhältst, was wirklich deinem neuen Leben entspricht. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Wir waren die Woche abends hier noch, wollten wir noch ein bisschen unsere Erfolge des Tages feiern. Wir leben ja hier in so einem kleinen, oder sind ja gerade in so einem kleinen Ort auf Zypern, wo unsere Basis ist. Da gibt es jetzt nicht so viel, wo man abends noch hingehen kann, außer ein Bistro, das so ein paar hundert Meter von hier entfernt ist, um so ins nächste Fünf-Sterne-Ressort, wo wir normalerweise dann hinfahren, zum Feiern, um anzustoßen. Ja, da muss man schon ein paar Kilometer fahren, aber wir hatten keine Lust zum Fahren, sind dann zu Fuß dahin und auf dem Rückweg sind wir an ein paar Häusern vorbei und da standen Mispelbäume, also die Mispeln, die sind hier gerade reif und in Deutschland schon habe ich mir immer gerne, wenn es da Mispeln gab, im Frühjahr Mispeln gegönnt, weil ich diese Früchte einfach liebe und weil sie auch nicht so überzüchtet sind, weil es nicht so der Mainstream ist. Viele kennen Mispeln ja gar nicht mehr. Das ist ja eine ganz alte Frucht. Und die sind hier reif und die kann man hier direkt von den Bäumen pflücken. Und unsere Tochter, die hat auch schon Mispeln hier gegessen, wenn ich welche gekauft habe, aber noch nie frisch vom Baum. Und da haben wir uns welche gepflückt und sie sagt, wow, sind die saftig. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als sie beim Bioladen, beim Biobauern hier um die Ecke zu kaufen. Na klar, wenn ich sie direkt vom Baum pflücke, dann sind die natürlich viel saftiger, als wenn sie vom Baum gepflückt im Bioladen landen und ich kaufe sie dort. Die sind ja dann schon mal gelagert ein bisschen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber das sind die Dinge, diese Erfahrung muss man einfach mal machen, wie es ist. Ich kann dir jetzt abenteuerlich
beschreiben, wie eine Mispel schmeckt, die du im Markt kaufst, oder wie eine schmeckt, die du frisch am Baum erntest, wenn du nicht selbst mal reingebissen hast, verstehst du? Und so, das ist damit gemeint, du darfst dir ja jetzt ein klares Bild drüber machen, wie genau denn deine neue Identität lebt. Und dann schauen, was kannst du da jetzt schon, und da hat vieles davon noch nicht mal was mit Geldenergie zu tun, was kannst du jetzt schon in deinen Tag integrieren? Und da gilt es ganz, ganz viel auch schon jetzt in diese Denke einzutauchen, wie du denkst in deiner neuen Ich-Identität. Und das hat überhaupt nichts mit Geldenergie zu tun, weil egal wie der Kontostand im Außen ist, was du denkst, deine Gedanken, die kannst du ja jederzeit beeinflussen und Chef im Kopf werden. Und das ist letzten Endes das, wo du dich in diese Schwingung hineinbegibst und dann im Außen wundersame Dinge geschehen. Das ist im Übrigen auch etwas, was wir ganz, ganz im kleinsten Detail in Divinity machen. Unsere achtwöchige Masterclass oder Mastermind ist es eigentlich, eine Mastermind, wo wir an deiner Seite sind und mit dir deine wahre Göttlichkeit, deine wahre Schöpferkraft entdecken und erwecken und du ganz im Detail erfährst, wie genau du dir deine eigene Lebenswirklichkeit nach deinem Herzen erschaffst. Ich poste dir hier in der Nähe von dem Video immer nochmal den Link. Klick drauf, lass es auf dich wirken, folg deinem Impuls und komm zu uns in unsere achtwöchige Mastermind Divinity und lass ganz Großartiges jetzt entstehen. Lass deine Göttlichkeit entdecken, gemeinsam. Lass großartige Dinge entstehen und ja, dich jetzt wirklich auf deinen eigenen Weg begeben. Wir freuen uns auf dich in diesem Sinne. Klick auf den Link.